Im Ersten Weltkrieg wurden die Maschinengewehre auf dem Schlachtfeld im großen Maße verwendet. Im Zweiten Weltkrieg mit der Einführung der Maschinenpistolen und dem Einbau von MGs in Flugzeuge, Panzer und Schiffe ging dieser Trend der automatisierten und munitionsverbrauchenden Waffen weiter. Gleichzeitig aber gab es eine Gegenentwicklung. Den Scharfschützen. Dieser wartete eiskalt und mit stählernen Nerven in ein Versteck und visierte durch sein Zielfernrohr seinen Feind an, um diesen dann mit einem einzigen Schuss zu töten. Im Dritten Reich begann an der Ostfront der Aufstieg der deutschen Scharfschützen, denen hunderte Rotarmisten zum Opfer gefallen sind. In diesem Video stelle ich euch die Top 5 der tödlichsten deutschen Scharfschützen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg vor. Los geht's! Nummer 5. Helmut Wirnsberger. Helmut Wirnsberger, geboren in der Steyr in Österreich, war ein deutscher Scharfschütze während des Zweiten Weltkrieges. Helmut Wirnsberger war ein Soldat der 3. Gebirgsdivision und hat eine Scharfschützenausbildung auf dem Truppenübungsplatz Seetaler Alpe in Österreich absolviert. Darauf folgend wurde Wirnsberger an die Ostfront im September des Jahres 1942 entsandt. Nach einer Verwundung im Gefecht wurde Wirnsberger mit der Ausbildung von Scharfschützen beauftragt. Wirnsberger hat in seinen Einsätzen 64 bestätigte Abschüsse erzielt. Nummer 4. Friedrich Pein. Friedrich Pein, geboren am 20. Oktober des Jahres 1915, war ein bekannter österreichischer Scharfschütze der deutschen Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges. Friedrich Pein war neben Matthäus Hetzenauer der Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes. Als Sohn eines Bauers trat er im Oktober des Jahres 1938 in die Wehrmacht ein. Seinen ersten Einsatz hatte er als Scharfschütze im Gebirgsjägerregiment 143 der 6. Gebirgsdivision in der Sowjetunion. Anfang des Jahres 1944 wurde er zur 2. Kompanie des Jägerregiments 227 versetzt, wo er in der Adolf-Grubinger-Gruppe diente. Am 1. Dezember des Jahres 1944 wurde ihm das Eiserne Kreuz 2. Klasse und 8 Tage später die 1. Klasse verliehen. Am 28. Februar des Jahres 1945 wurde ihm das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen, welches seinen 200. Abschuss als Scharfschütze kennzeichnete, und zusätzlich wurde in diesem Frühjahr ihm auch die Nahkampfspange verliehen. Im Laufe des Krieges wurde er dreimal verwundet, bevor er gefangen genommen wurde und in die sowjetische Kriegsgefangenschaft kam. Friedrich Pein starb am 14. Februar des Jahres 1975 im Ort Murek in Österreich. Nummer 3. Bruno Sutkus. Bruno Sutkus war ein litauisch-deutscher Scharfschütze in der 68. Infanteriedivision der Wehrmacht an der Ostfront des Zweiten Weltkrieges. Sutkus wurde in Tannewald am 14. Mai des Jahres 1924, einem Vorort von Königsberg in Ostpreußen, geboren. Bruno Sutkus erschoss nachgewiesenermaßen mindestens 209 gegnerische Soldaten. In Litauen erhielt er diesbezüglich in den 1990er Jahren eine stärkere mediale Bekanntheit. Jede erfolgreiche Tötung eines gegnerischen Soldaten wurde von ihm in einem individuellen Scharfschützenbuch festgehalten und musste von mindestens einem Beobachter bestätigt und von einem Bataillonskommandanten beglaubigt werden. Sein Vater war Litauer, was bedeutete, dass Sutkus nicht automatisch Deutscher war und die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen musste. Da kein Eintrag gestellt wurde, blieb er offiziell staatenlos, bis er im Jahre 1941 ein eingebürgerter Deutscher wurde. Zuvor im Jahre 1938 trat er in die Hitlerjugend ein und erreichte den Rang eines Scharführers. Als er 18 Jahre alt war, wurde er ein Mitglied der SA. Dort stellte er seine Schießfähigkeiten unter Beweis und überzeugte die Ausbilder. Sutkus wurde von August bis Dezember des Jahres 1943 an der Scharfschützenschule in Vilnius als Scharfschütze ausgebildet, bevor er dem 196. Grenadierregiment der 38. Infanteriedivision der Wehrmacht zugeteilt wurde. Im Januar des Jahres 1945, als er sich von einer Wunde erholt hatte, wurde er befördert und zum Ausbilder einer Scharfschützenschule ernannt. Nach dem Kriegsende ist er zunächst als einfacher Landarbeiter untergetaucht und versuchte die Verhaftung durch den KGB, den sowjetischen Geheimdienst, zu entgehen. Doch er wurde letztendlich verhaftet. Von den Jahren 1949 bis 1971 arbeitete er in Zwangsarbeiterlagern, in den Wäldern der Taiga und in den Gruben von Scherkow,
bis er dann endlich nach Vilnius in Litauen zurückkehren durfte. Im Jahre 1994 erhielt er eine Bescheinigung über die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland und den deutschen Pass und zog im Jahre 1997 nach Deutschland. Bruno Sutkos starb am 29. August im Jahre 2003. Nummer 2. Sepp Allerberger. Josef Sepp Allerberger war ein deutscher Scharfschütze im 2. Bataillon des 144. Gebirgsjägerregiments der 3. Gebirgsdivision an der Ostfront, welchem 257 Abschüsse zugeschrieben wurden. Er wurde am 24. Dezember des Jahres 1924 in der Nähe von Steiermark, Österreich, als Sohn eines örtlichen Zimmermanns geboren. Allerberger wurde im Juni des Jahres 1943 als Maschinengewehrschütze in die Ostfront geschickt. Er wurde in Sevastopol leicht verwundet und experimentierte mit einem erbeuteten sowjetischen Mosin-Nagant-Gewehr mit einem dreifachen Zielfernrohr, während er sich von seiner Verwundung erholte. Schließlich machte er 27 Abschüsse, bevor er zum Scharfschützentraining auf die Seealpe geschickt wurde. Dort bekam er ein intensives Training und den Karabiner 98K Mauser Scharfschützengewehr mit einem vierfachen Zielfernrohr. Im August des Jahres 1943 erreichte der 19-jährige Allerberger wieder die Ostfront. In den Tagen zuvor hat ein einzelner sowjetischer Scharfschütze an dem Ort, wo Allerberger ankam, eine komplette deutsche Gebirgsjägerkompanie Mann für Mann niedergeschossen. Der gebürtige Österreicher Allerberger soll dem sowjetischen Töten aus dem Hinterhalt ein Ende machen. Doch als er im Schützengraben Position bezog, konnte er im Niemandsland keinen feindlichen Scharfschützen entdecken. Allerberger bediente sich einem Trick. Er ließ einen Soldatenhelm über den Rand des Grabens wandern, ein Lockvogel für den sowjetischen Sniper. Binnen Sekunden feuerte der Scharfschütze auf den Helm und der kurze Lichtblitz seiner Waffe verrat Allerberger die Position. Am Ende des Krieges benutzte er oft das Gewehr 43 mit dem vierfachen Zielfernrohr und die MP40 Maschinenpistole. Während des Kampfes war Allerberger dafür bekannt, die von der Wehrmacht gelehrte Technik eines Regenschirms zu verwenden, bei dem er ein Gespann aus Draht und Tüchern mit Blättern und Moos überspannte und vor sich stellte, um sich zu tarnen. Diese Tarnung war schnell zusammengebaut und leicht an viele Umstände anpassbar. Laut seinen Erinnerungen wurde Allerberger am 20. April des Jahres 1945 vom Feldmarschall Ferdinand Schörner, dem Kommandeur der Heeresgruppe Mitte, mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet, obwohl die Verleihung in den Akten der Wehrmacht nie offiziell dokumentiert wurde. Dies war jedoch zu einem späten Zeitpunkt des Krieges keine Seltenheit. Allerberger erzielte während des gesamten Krieges 257 bestätigte Abschüsse. Nach dem Krieg arbeitete Allerberger wie sein Vater als Zimmermann. Er starb am 2. März des Jahres 2010 in Walz-Sitzenheim, Österreich. Nummer 1. Matthäus Hetzenauer. Matthäus Hetzenauer, geboren am 23. Dezember des Jahres 1924, in Brixenthalle, Österreich, war ein Scharfschütze der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und stand im Rang eines Gefreiten. Er gilt mit 345 bestätigten Abschüssen als der erfolgreichste Scharfschütze der Wehrmacht. Er war neben Friedrich Pein einer von zwei Scharfschützen, welche mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet wurden. Matthäus Hetzenauer wurde als Sohn eines österreichischen Bauern, Simon Hetzenauer seiner Frau Magdalena, in Brixen geboren. Er ging auf eine Volksschule und arbeitete auf dem elterlichen Hof. Im Alter von 18 Jahren wurde im September des Jahres 1942 in die Wehrmacht eingezogen und dem Gebirgsersatzbataillon 140 in Kufstein zugewiesen. Nach der Grundausbildung durfte er wieder an den elterlichen Hof zurückkehren, erhielt er im Januar des Jahres 1943 seine erneute Einberufung. So durchlief er vom 27. März 1943 bis zum 1. Juli 1943 erst die Ausbildung als mittlerer Granatwerferschütze der Gebirgsjäger. Der 19-jährige Hetzenauer wurde dann bis zum 16. Juli 1944 auf dem Hochgebirgstruppenübungsplatz Seetaler Alpe in der Steiermark zum Scharfschützen ausgebildet. Er kam am Ende dieser Ausbildung zur 3. Gebirgsdivision und dort zur 7. Kompanie des Gebirgsjägerregiments 144. Mit dieser Division nahm er an zahlreichen Rückzugsgefechten teil. Seine Waffen waren der Karabiner Mauser K98K mit einem sechsfachen vergrößernden Zielfernrohr und das Gewehr 43 mit einem vierfachen Zielfernrohr. Hetzenauer wurde am 17. April des Jahres 1945 mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Die Begründung für die Auszeichnung formulierte der Divisionskommandeur Generalleutnant Paul Klatz wie folgt: Hetzenauers Erfolge als Scharfschütze haben in der Summe zwei kampffähige feindliche Kompanien außer Gefecht gesetzt.
Hetzenau habe ohne Rücksicht auf ein eigenes oder feindliches Artilleriefeuer oder feindliche Angriffe gehandelt. Der Vorschlag zur Auszeichnung wurde von dem General der Gebirgstruppe, Karl von Lisieux, und dem General der Panzertruppe, Walter Niering, befürwortet. Matthäus Hetzenau kam bei Kriegsende in Raum Schwarzwasser in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er am 10. Januar des Jahres 1950 zurückkehrte. Anschließend lebte er als nach dem Hof benannter Sonnbeitlauer in Brixen, Österreich. Er war mit Maria, geboren Beihammer, verheiratet und hatte mit ihr drei Kinder. Hetzenau starb am 3. Oktober des Jahres 2004 nach mehrjähriger Krankheit. Das war es heute zu der Top 5 der tödlichsten Scharfschützen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.